Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe wieder ein Paket aus Amerika bekommen. Retrobit hat mir ihre neuen Releases zugeschickt. So, und da haben wir hier Soul Deez, ein geiler Shooter für einen Mega Drive. Und dann haben wir hier El Viento, ist ein nicer Action-Plattformer, auch für einen Mega Drive. Und wir haben die Hammer & Harry Collection fürs NES. Ich werde das Video in drei Parts aufsplitten und dann fangen wir heute mit dem ersten an, den Shooter Soul Deez. Ja, packe ich aus, zock das Ganze mal an und dann geht's los. So, hier haben wir das erste Soul Deez, nicer Shooter für einen Mega Drive. Ja, ich habe es ja schon öfter mal gesagt, ich bin großer Fan von den Retrobit-Sachen. Alles, was die machen, ist einfach so großartig und ich finde es so super, dass die uns einfach solche coolen Sachen zurückbringen und hier solche coolen Releases einfach haben. Also für jeden Retro-Gamer ist das einfach eine richtig coole Sache. Machen wir das mal auf. Das ist auch immer bei den Collections, die Qualität ist einfach so, so mega gut. Na, also man sieht hier schon der Druck, wie gut das einfach gemacht ist. Diese ganzen Elemente hier, das hat alles so eine Struktur auch. Dann hat man hier so eine richtig, wie früher, so eine richtig schöne Mega Drive-Hülle. So, und dann hat man hier halt immer noch so schöne Sachen mit dabei. Hier die Versionsnummer, das sind immer begrenzte, limitiert auf begrenzte Stückzahlen. Und natürlich hat man ein schönes Booklet mit drin, in Farbe. Ein Poster ist auch noch mit dabei. Echt super cool. Und natürlich die Cartridge. Echt super cool. So leicht durchsichtig. Mit so ein paar Glanzdingern drin. Einfach super schön. So, dann hauen wir das Spiel doch mal in der Mega Drive und gucken mal, wie das Spiel so ist. Dann kann's losgehen. Ja, geht direkt schon richtig ab hier. Musik ist richtig cool. Oh, Schrottteile. Wow. Ah, der Soundtrack ist mega gut, ey. Gefällt mir richtig gut. Also der erste Level, so vom Schwierigkeitsgrad geht's auf jeden Fall. Mal schauen, ob wir hier nochmal zum Endgegner kommen. Jetzt dürfte es soweit sein, jetzt kommt der Endgegner. Jo, wer sagt's denn? Ja, echt ein nices Game, gefällt mir richtig gut. Das war jetzt ein kleiner Einblick in Soul Deez, dem neuen Release von Retrobit. Ein richtig geiler Shooter, gefällt mir richtig gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dem Shooter haltet und habt ihr euch vielleicht auch eine Kopie davon bestellt oder wäre das auch was für euch? Wenn ihr auch Bock auf einen neuen Shooter habt, dann schaut gerne mal bei Retrobit vorbei. Ich verlinke die in der Beschreibung.
Im nächsten Video schauen wir uns dann El Viento noch an und Hammer & Harry. Hier die gesamte Collection fürs NES, bin ich auch schon gespannt drauf. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut, bis dann, ciao.